Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Gold, Rohstoffe, Bitcoin, neue US-Wahlen, Donald Trump und jetzt auch Neuwahlen mit Olaf Scholz in Aussicht. Die Vertrauensfrage wurde gestellt in 2 Monaten und es kommt vermutlich zu Neuwahlen. Außerdem Christian Lindner wurde als Finanzminister gefeuert. Spannend also, was jetzt gerade rund um den Globus passiert und dafür begrüße ich heute meinen herzlichen Dank auch an Marc Friedrich. Er ist Bestseller-Autor. Was haben wir heute für Sie auf der Agenda? Einerseits Vorstellung der Solid, dann Marktanalyse kompakt. Warum Gold, Bitcoin und Rohstoff jetzt adäquat in jedem Portfolio vorhanden sein müssen. Dann natürlich unsere Lösung, die wir jetzt seit 7,5 Jahren zusammen begleiten, unser Solid-Wertefonds. Ja, Marc Friedrich, ganz recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich stelle dich mal kurz vor, für die, die ihn noch nicht kennen. Siebenmaliger Bestseller in Folge mit seinen Büchern, mittlerweile sehr erfolgreich mit über 500.000 Abonnenten auf YouTube unterwegs, auch schon seit 7,5 Jahren auch Mitinitiator des Solid-Wertefonds und natürlich auch mit maßgeschneiderten Lösungen in der Honorarberatung seiner Firma Friedrich und Partner Vermögenssicherung GmbH. Folgt ihm gerne, ich habe hier den Barcode eingescannt, auf Twitter ist er sehr aktiv, beziehungsweise auch in den ganzen anderen Medien. Ja, kurz zu mir, Florian Müller, Baujahr 84, jetzt auch seit über 10 Jahren im Kapitalmarkt aktiv, früher in der unabhängigen Vermögensverwaltung, jetzt seit über 7 Jahren bei der Solid, schwerpunktmäßig für die Vertriebssteuerung, auch im B2B verantwortlich und auch für Vorträge und Webinare gerne für Sie zur Verfügung. Falls Sie irgendwas geplant haben, folgen Sie mir gerne auf LinkedIn. Ja, für die, die auch die Solid als Partner nicht kennen, wir sind ja auch schon seit 2008, 2009, seit der Finanzkrise, eine verlässliche Größe im Bereich Edelmetalllösung, haben hier praktisch unseren Schwerpunkt gelegt nach der Krise, nach der Lehman-Pleite 2008, 2009, haben jetzt mittlerweile ein mittleres dreistelliges Millionenhandelsvolumen, mittlerweile auch über 1 Milliarde, was wir extern verwahren mit unserer externen Verwahrmöglichkeit. In Embrach die Zollfreilagerung, über 200.000 zufriedene Kunden, mittlerweile auch über die Hälfte aller Genossenschaftsbanken in Deutschland angeschlossen, mittlerweile auch über 160 Mitarbeiter, also starkes Wachstum in den letzten Jahren und auch schon mehrfach ausgezeichneter Testsieger bei Focus Money. Ja, Marc, ist jetzt viel passiert in den letzten 2 Tagen. Ne? Man kommt ja kaum hinterher. Ich glaube, das waren auch kurze Nächte für dich, das alles da nachzuvollziehen, was im Moment gerade so weltweit alles abläuft. Ja, Florian, in Zeiten wie diesen, in historischen Zeiten, wo wir so Zyklen wechseln sehen, da braucht man keinen Schlaf und es geht Schlag auf Schlag. Es ist wirklich atemberaubend, aber das habe ich auch im Buch beschrieben oder auch immer wieder in den Vorträgen oder auch auf meinen Videos erzählt, dass halt jetzt die große Umbruchphase beginnt. Und ich habe jetzt hier extra heute auch wir werden immer noch von Clowns regiert, ne, aus meinem Webshop, weil da kam zusammen schon vor 3,5 Jahren, was nicht zusammengehört. Also die FDP mit den Grünen, das geht einfach nicht. Und deswegen ist die FDP jetzt auch eigentlich überall rausgeflogen und hat viel zu spät eigentlich den Stecker gezogen. Ich denke mal, viele Zuschauer heute, Zuhörer werden es genauso sehen, wenn ich in der Honorarberatung mit Kunden spreche, das sind ja entweder Angestellte, führende, leitende Manager oder auch dann Unternehmer, Selbstständige, bis zu Hidden Champions, MDAX, CEOs, Vorstände, die sagen alle, es ist die schlechteste Regierung aller Zeiten. Das sehen wir ja auch dann, wenn man rausguckt. Inflation, die Wirtschaft ist am Boden, wir sind in einer Rezession, überall sind wir im Niedergang begriffen. Audi, BMW, die produzierenden Gewerbe sind alle am Leiden und dahingehend, ja, man muss jetzt halt einfach gucken, wohin die Reise geht, aber wir sehen auch Pflegeversicherung, Krankenversicherung, Rentensystem, alles de facto pleite. Und deswegen muss man jetzt Geld anlegen. Und deswegen sehen wir ja auch steigende Notierungen, Rekordhoch bei Bitcoin, Rekordhoch, also beim digitalen Gold, Rekordhoch bei Gold, Rekord an den Aktienniveaus. Und derjenige, der sein Geld auf dem Konto lässt, der wird leider in die Bredouille schauen. Aber schauen wir uns mal kurz das Makrobild an, wohin die Reise momentan geht, was los ist. Wir haben immer noch weltweit historisch hohe Schulden und trotzdem werden die Zinsen schon gesenkt. Also wir haben die erste Inflationswelle gerade mal ja, verdaut und schon geht die Party wieder los. Man wird schon wieder die Zinsen senken, man fängt schon wieder an, die Geldschleusen zu öffnen, die Staatsschulden weltweit auf Rekordniveau. Und ich habe in meinem aktuellen Buch auch geschrieben, eigentlich von Epiktet ein schönes Zitat, nämlich nur die Gebildeten sind frei. Weil jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, nur diejenigen, die jetzt auch wirklich verstehen, was hier gerade passiert und dass das Grundproblem eigentlich das Geldsystem ist, können tatsächlich jetzt auch dementsprechend agieren und ihre Kaufkraft schützen, weil sonst werden sie in die Bredouille kommen oder werden natürlich
in die Röhre gucken. Und man muss jetzt einfach aktiv handeln. Einmalige Situation eigentlich in den USA. Wir haben auf der einen Seite, also wir haben Twin Deficits. Wir haben zum allerersten Mal ein Haushaltsdefizit, aber auch ein Handelsbilanzdefizit. Und das ist das Schlimmste eigentlich aus beiden Welten vereint. Und das sieht man hier an diesem Chart. Und es wird bei Trump wahrscheinlich genauso weitergehen. Und trotzdem fängt jetzt die Fed an, die Zinsen zu senken. Trotzdem sehen wir schon wieder, dass das Kapital ins System, also Liquidität ins System gepumpt wird, weil, ja, wie ich es hier geschrieben habe, der Money Printer ist zurück. Die Druckerpresse wurde wieder gestartet, und zwar nicht nur in den USA, sondern global. Ja, und es zeigt einfach, wie desperat man ist, dass man trotz eigentlich noch sportlicher Inflationsraten, weil die Inflation geht nicht zurück, sie ist immer noch da eigentlich, sie ist nur weniger stark gestiegen. Das muss man jetzt mal den Leuten auch erklären, fangen die Chinesen an mit Stimuluspaketen, fangen die Kanadier an, die Europäer, die EZB, weil wir sind abhängig vom billigen Geld geworden, und das wird das ganze Problem natürlich weiter verschärfen. Und deswegen kommt jetzt eine zweite Inflationswelle. Ja? Und ich habe es ganz lapidar ausgedrückt hier rechts auf der Folie, you're fucked, weil das Problem ist ja natürlich, Sie, ich, wir alle investieren das Wertvollste, was wir besitzen, um Geld zu verdienen, nämlich unsere Lebenszeit. Und diese Lebenszeit speichern wir dann in Geld. Und wenn dieses Geld dann uns genommen wird durch Kaufkraftverlust, also durch Inflation, durch Abgaben, durch Steuergeldverschwendung, dann sollte man sich wehren. Und die erste Inflationswelle ist vorbei. Jetzt kommt die zweite Inflationswelle. Wenn Sie da in die Vergangenheit schauen, sehen Sie einfach, dass die Inflationswellen sich immer aufgeschaukelt haben, immer höher geworden sind. Und deswegen, wir hatten jetzt knapp 9-10% in der ersten Inflationswelle. Die zweite Inflationswelle wird meiner Ansicht nach viel gigantischer sein, weil noch mehr Geld ins System gepumpt werden muss, um den Brand zu löschen. Und siehe da, dann wird man halt dann irgendwann bei 15-20% sein. Das Problem ist aber, wir können die Zinsen gar nicht mehr so stark steigen, weil, wie ich schon erwähnt habe am Eingang, dass halt die Schulden zu hoch sind. Die Schuldenlast ist einfach zu stark gestiegen weltweit. Das ging in den 70er Jahren, aber da hatten wir eine bessere Demografie und wir hatten einfach andere Schuldenstände. Jetzt geht das nicht mehr. Und eigentlich sind die Notenbanken komplett in der Bredouille, möchte ich noch kurz ergänzen. Und zwar ist es so, man müsste jetzt eigentlich, man kann jetzt sich entscheiden, den Zins dem freien Markt zu überlassen, dass der entscheidet, wo der Zins hingeht. Problem ist aber, ja, dann haben wir das Problem, dass wir halt dann irgendwann ja wahrscheinlich einen deflationären Crash sehen und eine Bankenpleite wie 2008, weil die Schuldenstände zu hoch sind. Wenn man aber den Zins jetzt schon frühzeitig sinkt, was wir gerade momentan machen, dann haben wir auch wieder inflationäre Tendenzen. Also egal, wie man es hin und her wiegelt, wir sind im Endspiel. Die Notenbanken kommen gar nicht mehr drum rum, die Zinsen zu senken und Liquidität ins System zu pumpen. Und es bedeutet natürlich auf breiter Front, überall werden wir neue Asset-Preisblasen sehen, Spekulationsblasen sehen. Sie werden überall, egal ob Aktienmärkte, Bitcoin, Gold, neue Allzeithochs sehen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss Allzeittiefs natürlich in Fiat-Währungen, in Gold, in Geld oder halt in Euro oder Dollar. Und hier mal ein Beispiel vom S&P 500. Also hier sehen Sie, seit 1971 ist der ganze S&P um 6.540% gestiegen. Klingt sexy, aber wenn Sie die Inflation rausrechnen, sind wir nur bei 600%. Und Gold war nicht schlechter, muss man sagen, jetzt als Beispiel. Ne? Also sehen Sie schon, es relativiert einiges. Und Voltaire hat schon gesagt, die Geschichte wiederholt sich nicht. Nein, aber immer tut es der Mensch. Wir machen immer die gleichen Fehler. Auch das habe ich ja versucht, in meinem aktuellen Bestseller zu erklären, dass wir immer die gleichen Zyklen durchschreiten. Ich habe 2000 Jahre Geldgeschichte untersucht und siehe da, es ist immer das gleiche Spiel. Siehe hier, es ist der Aufstieg eines Imperiums, einer Nation und der Niedergang. Immer das Gleiche. Es ist wie die Naturzyklen, wie im Frühling wächst und blüht die Natur und im Winter stirbt sie ab. Oder wir kommen als junge Menschen, als Babys auf die Welt, werden älter und sterben. Aufstieg und Niedergang überall. Das sehen wir gerade auch in Deutschland. Wir hatten jetzt 70, 80 Jahre eine Friedensdividende. Es ging unglaublich stark aufwärts, aber jetzt ist halt der Niedergang. Warum? Wir sind satt geworden, wir sind dekadent geworden, wir finanzieren Radwege in Peru, wir reden über 76 Geschlechter, wir verwenden Pronomen und wollen irgendwie super fair und sein und sagen, kommt alle her, wir zahlen alles. Aber dass es nicht geht, sehen wir ja jetzt. Ne? Dann holt man sich halt auch Menschen ins Land, die halt nicht zu unserer Kultur passen. Und ich halte es da ganz mit Wolfgang Krupp von Trigema. Also wenn ich Gäste in mein Haus einlade, die sie nicht benehmen, dann schmeiße ich die raus. Ja, dann kommen die auch nicht mehr rein. Und wir sagen einfach, ja, passt schon. Ne? Und dann kommt halt mehr Kriminalität, Unzufriedenheit, populistische Parteien. Und dieser ganze Rattenschwanz, das ist nicht was Neues, liebe Zuschauer, sondern das gab es immer und immer wieder in der Geschichte. Das Römische Reich ist auch in der spätrömischen Dekadenz gestorben. Und so machen wir es momentan auch. Und es endet immer gleich im Fourth Turn. Also es endet immer in Massenverarmung, also Inflation, Währungsreform, Münzverschlechterung damals im Römischen Reich, Revolution oder Krieg.
diese drei, vier Möglichkeiten gibt es nun mal nur im System. Und da sind wir gerade mittendrin statt nur dabei. Ich glaube, viele sind gestern aufgewacht und dachten, sie können nicht glauben, weil die Medien haben doch gesagt, dass die Harris gewinnt und Hitler ist doch der personifizierte Nazi und Hitler und so weiter. Und es kam doch anders. Oder dass die Ampelregierung die beste Regierung aller Zeiten ist. Oder dass das grüne Wirtschaftswunder uns ganz nach vorne bringt. Und dass wir die Vorreiter sind beim Atomausstieg und so weiter. Ja, Pustekuchen, keiner folgt uns, wir sind auf dem Holzweg. Und da wollen, wie gesagt, die Regierungen leider auch nicht eine Lernkurve erreichen. Jetzt hatten wir hier genau Deutschlands wirtschaftlicher Abstieg, sehen wir da. Also da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Deutschland ist der kranke Mann Europas, der kranke Mann der Welt durch eine verfehlte Energie- und Wirtschaftspolitik. Sie sehen Massenabbau von Arbeitsplätzen. Überall werden Leute entlassen, werden Werke geschlossen. Die Deindustrialisierung ist im vollen Gange, weil der deutsche Standort ist einfach nicht mehr sicher. Man hat keine Planungssicherheit mehr. Die Energie ist zu teuer und die Bürokratie ist ausufernd. Und da brauchen wir jetzt eigentlich radikale Reformen aller Milei in Argentinien oder vielleicht dann wie in den USA mit Trump, Musk und Co. Und ja, wir sind einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Das sieht man hier, dass einfach zu wenig neue Unternehmen gegründet werden, aber auch, dass unsere Preisniveaus nicht mehr konkurrenzfähig sind, sowohl bei der Energie als auch bei den Arbeitskosten, weil halt die Bürokratie, die Sozialversicherungsbeiträge, einfach alles ist am Explodieren und die Arbeitgeber können das alles nicht mehr finanzieren. Und das muss man ja auch weitergeben in den Preisen und deswegen sind die Preise nicht mehr wettbewerbsfähig global. Und parallel sehen wir halt eine beschissene Demografie. Wir werden zwar immer älter, was ja schön und gut ist, aber es kommen immer weniger Menschen nach. Das heißt, immer weniger Menschen müssen für die Rentner oben bezahlen, weil wir ein Umlagesystem haben zum Rentensystem. Das funktioniert aber nur, wenn wir einfach mehr Geburten haben, wenn die demografische Kurve nicht so aussieht wie ein dickbäuchiger Mann, sondern wie ein Weihnachtsbaum. Und das haben wir halt nicht mehr. Und dann hat man halt gesagt, okay, Migration ist die Lösung. Lassen wir doch andere Menschen rein aus anderen Kulturräumen. Ja, ist auch nach hinten losgegangen ein bisschen, ne? Weil viele von denen wollen nur Bürgergeld und wollen einen wirtschaftlichen Aufstieg, aber halt nichts arbeiten. Und jetzt sind halt die Sozialkosten explodiert. Die Sozialkosten sind der größte Posten im Bundeshaushalt und ist weiter am Explodieren. Und die Menschen werden natürlich langsam ein bisschen unmütig, wenn man fürs Bürgergeld eigentlich nichts mehr machen muss und man genauso gut gestellt ist wie jemand, der 40 Stunden in der Woche arbeitet. Darf man sich nicht wundern, wenn Leute sagen, kein Bock mehr oder ich will anders, ne? Genau. Und das Einzige, was noch richtig floriert in Deutschland, ist leider der Staat, weil der Staat schafft Abhängigkeiten. Wir sehen hier die verschiedenen Ministerien und die stellen Leute ein ohne Ende. Natürlich erstens, um ihre Klaköre zu versorgen, um Posten zu verschaffen, aber natürlich auch, um Wähler zu sichern, weil die Hand, die gibt, ist immer wieder Hand, die nimmt. Und diejenigen, die beim Staat beschäftigt sind, direkt und indirekt, die werden natürlich das System weiter unterstützen, die werden weiter das System wählen, werden natürlich nicht auf die Straße gehen und dagegen rebellieren. Das heißt, man schafft Abhängigkeiten und deswegen wächst natürlich der Staatsapparat immer weiter und es ist auch das Parkinsche Gesetz, habe ich auch dazu ein schönes Kapitel geschrieben im Buch. Das ist ein englischer Historiker gewesen, der einfach erkannt hat, schon vor über 100 Jahren, dass eine Bürokratie, eine Demokratie dazu neigt, immer weiter sich zu bürokratisieren, weil sie immer mehr sozusagen sich breit macht, um Pöstchen zu verschaffen, um sich zu rechtfertigen, ne? Und deswegen sehen wir, dass das Kanzleramt halt immer weiter wächst und dass immer mehr Staatsbedienstete eingestellt werden mit enormen Pensionen, von denen Sie, ich, wir alle träumen können. Ja. Und ja, parallel ist halt auch die Bildung in Deutschland leider am Ende oder am Arsch, wie ich sie immer ganz frivol gesagt habe. Wir sind überall nach hinten durchgereicht worden. Also die deutsche Ingenieurkunst ist nicht mehr die, was diesmal war. Und siehe da, PISA-Studien sind wir überall ganz, ganz, ganz hinten. Und ja, das Niveau nimmt einfach leider ab. Und es wird uns irgendwann auf die Füße fallen, gepaart mit der schlechten Demografie, weil diejenigen werden dann halt eben nicht ihre Rente bezahlen. Und deswegen ist halt das Ganze auf ja dünnem Eis gebaut. Und deswegen müssen Alternativen schaffen, Vermögensstandbeine schaffen, Alternativen schaffen, private Altersvorsorge betreiben, weil wer sich auf die Rente verlässt, der ist verlassen. Ja, und dann noch ein Beispiel zur US-Wahl. Es war natürlich ein Paukenschlag für viele in der Mainstream-Welt oder diejenigen, die noch in der Matrix sind. Hier, ZDF hat noch ganz klar gesagt, hier Harris gewinnt zu 72%. Also dafür zahlen sie 18,36 Euro im Monat, um eine Art Gesinnungspolitik in den Kopf
hämmert zu bekommen. Wir wurden von vorne bis hinten angelogen und deswegen ist ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf dem absteigenden Ast. Auch das ist ein Zeichen unseres Zeitenwendes, unseres Paradigmenwechsels, dass man den alten Medien nicht mehr glauben darf, weil die haben eine Gesinnung, die ist nicht mehr die vierte Gewalt. Nein, die machen ganz klar Propaganda für den Staatsapparat, um das ihnen ins Gehirn reinzutrichtern, was sie glauben sollen. Eine Art Gesinnungspolizei. Und wir sehen, egal ob Corona, ob Ukraine, ob Impfung oder eben auch die US-Wahl, sie haben alle Unrecht. Sie liegen am laufenden Band, liegen sie falsch. Und das mit 9 Milliarden, Chapeau, muss man erst mal schaffen. Gehen wir mal weiter, genau. Jetzt gucken wir uns mal ein paar weitere Makrodaten an. Viele sagen ja, die Aktienmärkte sind überbewertet, aber die Aktienmärkte sind sehr, sehr pauschal, ne? Also ich sehe viele Aktienmärkte, Sektoren, die nicht überbewertet sind, zum Beispiel im Rohstoffbereich, den Mining-Bereich, Emerging Markets und so weiter, selbst der DAX und so weiter. Das Einzige, was eigentlich teuer ist momentan, ist eigentlich nur die Large Caps in den USA, also die Magnificent Seven. Die sind natürlich überbewertet, auch wenn man so einen Indikator heranzieht mit dem Buffett Indicator, sind wir auf einem Allzeithoch und Warren Buffett hat 325 Milliarden Dollar auf der Seitenlinie, weil er sagt, bald platzt die Blase. Das mag sein, aber es gibt immer Chancen, auch in jedem Markt, weil zu sagen, pauschal, der Aktienmarkt ist überbewertet, ist natürlich naiv und zeugt von Nichtwissen, weil sie werden immer irgendwo Möglichkeiten finden zu investieren. Wenn ich mir die Mid-Caps, die Small-Caps in den USA anschaue, die sind saugünstig oder auch die ganzen Minenaktien, Rohstoffaktien, die haben teilweise ein einstelliges KGV. Auch fossile Energieträger, also Unternehmen, die Öl, Gas, Kohle fördern, die wurden ja durch ESG lange, lange gemieden. Und siehe da, die haben natürlich die Zeit genutzt, die hohen Preise, um ihre Bilanzen zu säubern, Schulden abzubauen, haben auf einmal ein KGV von 2 oder 3 und zahlen dann Dividenden im zweistelligen Bereich. Da würde ich sagen, da muss man nicht lange drum denken. Da kann man nur sagen, da muss man eigentlich aktiv werden. Aber es gibt natürlich Sektoren wie zum Beispiel Nvidia, die natürlich historisch hoch bewertet sind. Und wichtig ist auch, dass natürlich nochmal Korrekturen kommen. Also der Weg nach oben wird mit Verunsicherungen, mit Korrekturen einhergehen. Das heißt, Korrekturen sollten meiner Ansicht nach aber auch genutzt werden, um danach zu kaufen. Und eine Korrektur heißt 20, 30% im Aktienmarkt. Und da ist ein Indikator eigentlich auch immer die Zinssenkungen, weil die Zinssenkungen in der Vergangenheit durch die amerikanische Notenbank Fed waren nie positiv, haben eigentlich immer nach 6, 9, 12 Monaten ein bisschen Zeit verzögert, eigentlich den Markt dann in die Knie gezwungen. Warum? Weil dann man dachte, okay, es ist was im Argen, wenn die Fed die Zinsen senkt, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und ich erwarte auch nächstes Jahr eine Rezession, eine Stagflation. Und in der Stagflation, da gibt es auch eine schöne Studie von Ray Dalios Bridgewater, also einem Hedgefonds, ganz klar, in der Stagflation müssen Sie investieren in Commodities, also in Rohstoffe, in Edelmetalle, das sind Öl, Gold und Rohstoffe, das Must-Have eigentlich im Portfolio, weil die alles outperformen. Und eine Stagflation ist meiner Ansicht nach unausweichlich. Stagflation bedeutet praktisch kaum Wachstum, niedriges Wachstum, aber hohe Inflation. Und das sehen wir ja bei einer Zeit der Deglobalisierung. Da brummt halt der Wirtschaftsmotor nicht mehr so. Und vor allem mit einer alternden Gesellschaft plus dann auch noch vielleicht KI, Roboter, die dann alle Arbeit leisten, dann brauchen sie auch keine Bediensteten mehr. Das ist auch eher deflationär. Also dahingehend würde ich da auf jeden Fall mal Ausschau halten, wohin die Reise geht. Genau, und hier haben wir nochmal aber auch angezeigt, warum ich bullish bin auf die Aktienmärkte und auch auf Bitcoin und so, weil das den einzigen Chart, den Sie sich eigentlich angucken müssen, also den einzigen Indikator, den ich mir anschaue. Also ich finde so Warren Buffett Indicator, Schiller Indicator, technische Analyse ist nice to have, sind so Guidelines. Aber was richtig spannend ist, ist für mich oder relevant ist nur die Liquidität. Also wenn die Liquiditätskurve, der Liquiditätszyklus sozusagen steigt, dann steigen auch automatisch irgendwann die Aktienmärkte, dann steigt Gold, dann steigt Bitcoin. Das heißt, Sie können eigentlich den Bitcoin-Kurs zum Beispiel, können wir nochmal eins zurückgehen, kannst du mal kurz aufzeigen. Sie können den Bitcoin-Kurs über die Liquiditätsgeldmenge M2 legen und dann sehen Sie ganz genau, wohin die Reise geht. Und hier sehen Sie rechts, dass wir jetzt praktisch in Long-Term-Cycle, also dass die Liquidität wird steigen bis Ende 25, würde ich sagen, und 26 geht es wieder nach unten. Das heißt, wir werden nächstes Jahr nochmal steigende Kurse sehen und dann erwarte ich im Laufe des nächsten Jahres eine Korrektur und dann kann man auch dementsprechend sich absichern oder auch dementsprechend gucken, wie man sich dann verhält. Fakt ist, Liquidität treibt alles nach oben, egal ob Gold, Bitcoin oder auch Aktien, weil die muss irgendwo hin, die kann nicht auf dem Konto bleiben und die wird dann angelegt.
Ja, jetzt gucken wir uns mal an. Wir sehen hier links, dass die Rohstoffe zum Beispiel historisch günstig bewertet sind. Wir sehen auch, dass der, also das ist jetzt hier links, Entschuldigung, das ist der Goldpreis. Wann kaufe ich Gold? Wann kaufe ich Aktien? Und momentan ist nach wie vor, finde ich, ist der Goldpreis immer noch nach dem Gold-Dow-Ratio immer noch günstig. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil Sie sagen, wir sind doch jetzt auf Rekordniveau. Ja, aber Sie müssen überlegen, der Goldpreis ist trotz hoher Zinsen auf dem Rekordniveau. Also irgendwas ist im System ins Wanken geraten und in Schieflage geraten. Das heißt, ich gehe jetzt in den nächsten Jahren sogar von weiter steigenden Kursen aus. Nächstes Jahr 3.000 Dollar und danach könnte es auch Richtung 5.000 oder 10.000 Dollar gehen. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Und rechts sehen Sie halt auch, dass Bitcoin der globalen Geldmenge eigentlich 1:1 folgt. Das heißt, wenn die Geldmenge steigt, steigt auch Bitcoin. Und jetzt sehen wir ja, die Notenbanken drücken wieder Geld ins System und deswegen haben wir auch wieder ein Allzeithoch bei Bitcoin, aber auch bei Gold. Genau, und hier sehen wir auch das charttechnische Bild. Das ist mir auch wichtig, weil ich gucke mir erstmal das Makrobild an in meiner Investmentthese, auch in der Honorarberatung. Wie sind die Zyklen? Was macht die Welt, die Geopolitik? Dann gehe ich runter in die Makroökonomie, schaue mir da alles an und dann gehe ich halt noch eine Stufe tiefer, schaue mir einzelne Sektoren an und dann mache ich eine technische und fundamentale Analyse. Und hier bei Gold ist es so, also die ersten vier Punkte, die ich mir anschaue, haben schon einen grünen Haken. Dann gucke ich mir noch die technische Analyse an und dann sehen wir hier einfach, wir haben eine breite Basis in den letzten Jahren aufgebaut beim Goldpreis, weil wir einfach eine lange Konsolidierungsphase hatten, fast einen Bärenmarkt. Und jetzt haben wir hier dieses Cup, diese Tassenform. Und jetzt haben wir aber ein Fundament praktisch aufgebaut in den letzten Jahren, von dem aus der Preis stark steigen kann. Und wir sehen jetzt schon Allzeithochs. Und wie gesagt, ich denke, 3, 4, 5, 6.000 Dollar wird in den nächsten Jahren kommen. Natürlich immer mit Korrekturen einhergehend, die man dann auch antizyklisch nutzen sollte. Genau, und ja, hier einmal Gold und Bitcoin als Risk-Off und Risk-On-Investment. Also Gold ist eigentlich sozusagen konservativ, ist eine Art Lebensversicherung für Ihre Kaufkraft und Bitcoin ist der Turbo im Depot, das digitale Gold, der halt dann die Performance macht. Siehe da, es gibt eine schöne Studie von Bitwise von 2021, die ganz klar zeigt, eine kleine Allokation von Bitcoin von 2,5 oder 5% im Portfolio reduziert die Volatilität tatsächlich, aber erhöht die Performance massiv. Also diese Studie habe ich auch in meinem letzten Buch nochmal aufgezeigt und das wissen die meisten nicht. Und deswegen gehört eigentlich eine Bitcoin-Allokation natürlich ebenfalls in jedes Portfolio. Deswegen hat ja der Solidfonds auch immer Bitcoin im Portfolio gehabt, wenn es dementsprechend vom Timing her richtig war. Ja, und Gold, schauen wir uns mal an. Wie ist es heute? Wie war es damals? Wo geht die Reise hin? Und meiner Ansicht nach, Sie sehen es hier rechts, sehen Sie die 50 Basispunkte Rate Cut beim Goldpreis 2007, 2008. Und danach ging es erstmal nach oben. Und danach gab es eine Korrektur von 30% und dann ging es richtig nach oben. Und so erwarte ich es auch dieses Mal. Das heißt, wir werden bei Gold nochmal eine Korrektur sehen, wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr, vielleicht auch jetzt schon, weil wir sind schon sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Gold ist eines der erfolgreichsten Investments in diesem Jahr mit, glaube ich, 45% Performance. Danach kommt Silber mit 35%. Das erfolgreichste ist tatsächlich Bitcoin mit jetzt über 70%. Und dahingehend sollte man halt immer im Gold bleiben. Ich würde nicht verkaufen, aber wenn man dann nochmal nachkaufen möchte, antizyklisch dann auch in Korrekturphase nachlegen. Genau, hier Öl. Also Öl ist jetzt natürlich auch spannend. Wenn nächstes Jahr eine Rezession kommt, geht der Ölpreis nochmal runter. Wenn es natürlich geopolitische Eskalation gibt, kann der Ölpreis auch kurzfristig nochmal steigen. Aber tendenziell, hier sehen Sie, wo ich kaufen würde. Ich würde kaufen so unter 60 Dollar, würde ich langfristig einsteigen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt schon mal eine erste Tranche setzen, hatte der Solidfonds auch schon gemacht, weil Öl ist einfach der Schmierstoff der Weltwirtschaft, muss man haben und muss im Portfolio sein. Und wenn es runtergeht, muss man halt weiter nachkaufen. Hier sehen wir auch mal nochmal die Rotation in kleinere Aktien. Ich habe schon gesagt, Small Caps, Mid Caps in den USA zum Beispiel sind sehr günstig. Auch Emerging Markets sind super günstig. Und dahingehend sehen wir jetzt, dass das Geld teilweise aus Tech abgezogen wird oder halt das neue Geld dann auch in die kleineren Aktien geht, weil die halt günstig bewertet sind. Und da sehen wir zum Beispiel den Russell 2000, der auch jahrelang irgendwie konsolidiert hat, der jetzt auf einmal ausgebrochen ist und nach oben strebt. Hier haben wir den Bitcoin-Preis. Also hier, ich denke mal, das Allzeithoch ist jetzt schon gekommen durch den Trump-Pump, durch die Wiederwahl von Donald Trump. Und die neue Regierung wird ja sehr krypto- oder Bitcoin-freundlich sein. Dementsprechend war jetzt schon viel eingepreist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt neues Allzeithoch erreicht. Nicht
Nichtsdestotrotz erwarte ich auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal Kurse von ja tatsächlich 100.000 Dollar und dann könnte es nochmal eine Korrektur geben. Langfristig bin ich sowieso super bullish, was Bitcoin angeht, sollte man besitzen, weil es ist das einzige Gut, was wir endlich benennen können und es ist das freiste, demokratischste und dezentralste Geldsystem, was die Menschheit jemals geschaffen hat. Wer dazu mehr wissen möchte, kann gerne hier meinen aktuellen Bestseller dazu lesen, um wirklich auch Bitcoin zu verstehen. Das ist die größte Revolution aller Zeiten, jetzt seit über 11 Monaten in der Bestsellerliste und da versuche ich wirklich auch diese Komplexität des Geldsystems, als auch natürlich auch von Bitcoin herunterzubrechen, verständlich und warum man halt in Sachwerte investieren muss in inflationären Zeiten wie diesen. Ja, Liquidität habe ich schon gezeigt, die wird dann Ende 25 drehen, dann müsste man auf jeden Fall mal auf der Hut sein. Hier langfristig auch der S&P 500 ist jetzt an der oberen Range angekommen, charttechnisch, auch da könnte es mal zu Rücksetzern kommen. Wie gesagt, das erwarte ich halt dann mit einer Rezession nächstes Jahr, mit Stagflation, aber dann werden wir einen finalen Melt-up sehen, weil die Notenbanken, wie vorhin schon erwähnt, werden gar keine andere Lösung oder Möglichkeit haben, als noch mehr Geld ins System zu pumpen und das Geld wird natürlich dann in die Aktienmärkte gehen, in Gold gehen, in Bitcoin gehen und dementsprechend wird dann halt alles nochmal nach oben explodieren. Und da kann ich mir gut vorstellen, ein DAX bei 40.000 und ein Dow Jones bei 80 oder 100.000. Hier habe ich mal aufgezeigt, was sind die positiven Szenarien, die negativen Szenarien, wohin die Reise geht. Ist der Boden 25 drin oder erst 26, wenn diese Korrektur kommt? Wird es Insolvenzen geben, Bürgerkrieg und so weiter? Das habe ich einfach mal mit so reingenommen als Überlegung für Sie. Also den dritten Weltkrieg sehe ich nicht, ja, jetzt vor allem nicht mit Trump an der Macht. Bei Harris wäre das doch durchaus möglicher gewesen. Aber ich glaube, jetzt werden wir eher geopolitische Entspannung sehen. Deswegen hat auch der Goldpreis jetzt nach der Wahl von Donald Trump erstmal richtig Federn gelassen. Warum? Weil mit Trump einfach die Eskalation eines Weltkrieges abgenommen hat, weil alle wissen, die Deep State und die Demokraten, die wollten immer weiter zündeln, haben ja auch den Ukraine-Krieg mitverantwortet. Und jetzt sehen wir einfach, dass natürlich der Dollar stark gestiegen ist. Das schadet erstmal dem Goldpreis. Aber wie gesagt, ich denke eher mal, dass wir nächstes Jahr eine Korrektur sehen nach dem finalen Melt-up. Ja, vielen Dank erstmal, Marc, für deine Einführung. Interessante Themen, ja, was du angesprochen hattest. Und glauben wir auch, dass dieses durch das Helikoptergeld, ne, was ja auch noch vor ein paar Jahren immer ein allgegenwärtiger Begriff war, dass sich nominal letztendlich alles aufbläht, haben wir ja auch schon frühzeitig letztendlich auch erkannt. Und damit auch 2017 eigentlich unser Baby, seit Beginn an bin ich ja auch dabei, betreut den Solid Value Fonds, um praktisch das Geld von Papierversprechen in Sachwerte umzuswitchen. Und da haben wir eine breite Allokation von physischem Gold, was immer fester Bestandteil ist, mit knapp 30% im Portfolio, liegt auch wirklich in 1 Kilo Form bei der Bayern LB. Wir haben Bitcoin letztendlich drin, wir haben Minenaktien, was ja der Hebel darauf sein soll, dass wenn der Goldpreis letztendlich steigt oder jetzt auf dem Kursniveau, was wir mittlerweile erreicht haben, die Minenaktien auch hoch attraktiv sind von fundamentaler Seite. Wir haben Silber im Portfolio, aber auch Dividendenaktien und sogenannte REITs, also Immobilien, die auch Dividenden ausschütten. Ja, unser Fonds wird seitdem betreut, mandatiert mit der Plutus Vermögensverwaltung, eine unabhängige Vermögensverwaltung in Frankfurt, mit dem wir schon seit Beginn an erfolgreich zusammenarbeiten. Komme ich jetzt auf die einzelnen Anlageklassen noch kurz zu sprechen. Marc, du hattest ja angedeutet, Minen sind hochattraktiv. Hier mal von Tavi Costa, den verfolge ich gerne auf LinkedIn, eine interessante Ratio Gold im Vergleich zu den Minenaktien. Da sehen wir eigentlich, dass dieser Markt letztendlich total ausgebombt ist, fundamental hochattraktiv, viele Minenaktien ja mittlerweile auch horrende Dividenden ausschütten, das sich allerdings noch nicht in den Aktienkursen widerspiegelt. Unseres Erachtens aber, sobald dieser Markt mal entdeckt wird und auch wachgeküsst, zumal auch von institutioneller Seite irgendwann entdeckt, dass sich da enormes Potenzial entwickeln wird. Hier auch eine interessante Grafik, die ich gefunden habe zum Thema Cashflows, ist auch der interessanteste Bereich, der am meisten letztendlich auch an Gewinnen erwirtschaftet, nach den Sektoren beurteilt. Ja, auch hier die Minenaktien, hier das enorme Aufholpotenzial, was sie noch im Vergleich zu dem Goldpreis, der jetzt vorweggelaufen ist, noch haben könnten. Wir werden ja auch häufig gefragt, beziehungsweise ich, da bin ich auch der Meinung wie Marc,
ja, ist Gold jetzt nicht zu teuer? Und unseres Erachtens ist es nicht. Es gibt so viele Indizien, ja, die Notenbanken weltweit fangen jetzt erst an, Gold auch zu akkumulieren in ihren Bilanzen, ne? Die Aktiva ist dann noch relativ ausgebombt. Wir waren da in den 80er Jahren bei über 70% der Bilanzsumme auf der Aktiva in Gold. Jetzt sind wir weltweit auf 10%. Die BRIC-Staaten akkumulieren China, Russland, Indien extrem Gold. Auch die Silbernachfrage ist in China enorm aufgrund der Photovoltaik und der Elektrifizierung der Automobilbranche. Und dahingehend, wie gesagt, antizyklisch sehen wir hier weiteres Aufholpotenzial und hängen auch sehr an diesem Investment fest. Ja, Bitcoin brauche ich nicht sagen, ist limitiert auf 21 Millionen Bitcoin. Wir haben derzeit 19,6 Millionen im Umlauf, sprich, es sind für die nächsten 100 Jahre nur noch 1,4 Millionen letztendlich, die geschürft werden. Wir hatten Anfang des Jahres auch die ersten ETFs erfolgreichen, die in den Markt gekommen sind, die deutliche Mittelzuflüsse hatten. Eine horrende Nachfrage und das fängt jetzt erst an, sich zu entwickeln. Auch von privater Seite haben wir noch nicht so in dem Fokus der großen Finanzanleger größtenteils in der Masse angekommen. Und hier weiterhin die Ampeln natürlich mit zwischenzeitlichen Korrekturen auf Grün. Dafür bieten sich natürlich auch ratierliche Sparpläne an, um den Cost-Average-Effekt auch langfristig zu nutzen. Nicht nur bei unserem Fonds, auch bei reinen Bitcoin. Oder auch Goldsparpläne, die wir natürlich auch intern im Hause der Solid anbieten. Ja, Dividendenaktien haben wir auch im Fonds. Mittlerweile sehr große Cash-Cows, die für die Stabilität sorgen. Sind wir auch froh, die drin zu behalten. Wir haben ja auch eine Ausschüttung gehabt dieses Jahr von einer Rekordsumme. Das heißt, auch unsere Anleger erfreuen sich da zunehmender Beliebtheit, immer einen Betrag Ende September, Anfang Oktober auf ihrem Verrechnungskonto zu bekommen. Und das soll eigentlich die Stabilität im Portfolio dann auch bieten. Wir haben auch zum Thema nachhaltiges Investieren unsere internen Restriktionen und ein Paper aufgelegt. Wir beteiligen uns nicht an Unternehmen, die mit Lebensmitteln spekulieren, wie beispielsweise Nestle, und aber auch mit Waffen, mit geächteten Waffen handeln, wie Rheinmetall oder Lockheed Martin. Ja, wo hat sich unser Fonds in der Vergangenheit relativ stabil gehalten? Und zwar in den Abwärtsspiralen, hier jetzt 2018. Wo der DAX extrem eingebrochen ist, die weltweiten Märkte natürlich 20, 30, 40% gelassen haben, wir im Gegenzug uns stabil gehalten haben. Genauso gut in der Corona-Krise, wo wir letztendlich die Schwankungen nach unten rausgenommen haben, nach oben aber dabei waren. Und das sollte letztendlich, das ist ja auch das Credo, wo wir ins Rennen gegangen sind mit unserem Fondskonzept, um letztendlich breit gefächert in Sachwerte zu investieren, die limitiert sind, die aber auch dann langfristig durch den nominalen Effekt, Marc hat es ja schon angedeutet, profitieren. Wir haben allein nächstes Jahr, habe ich jetzt gelesen, Marc, du hattest das kurz angesprochen, wir haben die privaten Krankenversicherungen, die ihre Beiträge anheben, die gesetzliche Krankenkasse wird enorm ihre Beiträge anheben, Kfz-Versicherung, die Beitragsbemessungsgrenze wird angehoben, also da auch. War vermutlich, was du gesagt hattest, Marc, der Inflationshebel, der wieder reinkommt nächstes Jahr durch diese ganzen Kostensteigerungen, die an den Endverbraucher weitergegeben haben. Und was passiert? Letztendlich der Arbeitnehmer wird mit steigenden Sozialkosten weiterhin belastet und wird dann auch weniger im Geldbeutel haben. Ja, sehr erfolgreich unser Fonds dieses Jahr, auf ein Jahressicht knapp 17% jetzt gemacht. Jetzt entfaltet sich sozusagen das, was wir schon immer prophezeit haben. Wir haben einen steigenden Goldpreis, der noch nicht zu Ende sein wird. Wir sind ja erst aus einer langfristigen Cup-and-Handle-Formation ausgebrochen. Das war ein deutlicher Widerstand, der sich über 14 Jahre gezogen hat, seit 2011. Und jetzt praktisch dieser säkulare Bullenmarkt sich erst etabliert hat. Und sozusagen da auch oftmals jetzt natürlich nach dem fulminanten Anstieg jetzt auch eine gesunde Korrektur vonnöten ist. Wir hatten jetzt, ich meine, 30% dieses Jahr einen Anstieg bei Gold. Das ist Wahnsinn. Daher auch die ratierlichen Sparpläne durch Ansparoptimierung natürlich auch sinnvoll, um letztendlich da in wertbeständige Sachwerte zu investieren und seine Papierversprechung letztendlich auch
dahingehend zu schützen und seine harte Arbeit. Ja, den Fonds, letztendlich können Sie börsentäglich kaufen von montags bis freitags unter der WKN A2 AQ 95. Hier nochmal kurz die Stammdaten. Es ist ein ausschüttender Mischfonds. Das heißt, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, haben wir jährlich eine Ausschüttung, das sozusagen auf das Verrechnungskonto des Kunden geht. Wir haben auch eine institutionelle Tranche, wo wir auch letztendlich auch im B2B-Vertrieb jetzt auch an Pensionskassen herantreten ab 500.000, wo die Kostenstruktur leicht reduziert ist, und haben jetzt aktuell knapp ein Fondsvolumen von 70 Millionen, Tendenz weiter steigend, um letztendlich jetzt auch langfristig, gerade im Bereich der Minen, die horrende Gewinne jetzt erzielen, davon auch zu profitieren. Was können wir im Hause der Solid bzw. auch von der Solid Fonds anbieten? Wir haben unseren regelmäßigen Newsletter, wo Sie sich kostenlos anmelden können. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo ich auch regelmäßig, zwar nicht so erfolgreich wie Marc, aber da auch probiere, Fuß zu fassen, regelmäßige Short-Ups, Kapitalmarktberichte nach unserer Meinung, unsere Anlageklassen da, aktuelles Statement dazu liefern. Ja, Marc, vielen Dank für deine Zeit und deine interessanten Einblicke, die du uns hier im Webinar gegeben hast. Hat mir Spaß gemacht, gerne wieder, und ich hoffe, den Zuschauern und Zuhörern natürlich auch, und freue mich auf weiteres Feedback. Schreiben Sie doch gerne mal in die Kommentare, was Sie für Kursziele haben bei Bitcoin, bei Gold. Haben Sie schon physische Goldbestände und Bitcoin in Ihrem Portfolio? Interessiert es Sie, dort weitergehende Informationen zu bekommen? Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie doch einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um für weitergehende Videos in Zukunft da auf dem Laufenden zu halten. Und spannender Tag heute und spannende Aussichten, was sich alles so entwickelt. Und vielen Dank für Ihre Zeit und wünsche allen einen schönen Tag, gute Geschäfte. Herzlichst, Ihr Marc Friedrich und Florian Müller. Danke, tschüss.